fucking flex. Yo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video von BRP C&DA. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und bevor sich die ersten fragen, warum ich wieder aus diesem Zimmer filme, ich kann es euch auch nicht erklären. Das Intro vom Video ist einfach verloren gegangen auf der Speicherkarte. Keiner versteht warum. Deswegen ganz kurz aus diesem Zimmer, was euch in diesem Video erwartet. Also wie ihr den Titel entnehmen könnt: Shopping-Vlog in Vietnam, Streetwear-Label, Streetwear-Mode. Alle relevanten Stores in Vietnam bzw. im Süden von Vietnam zeige ich euch auf jeden Fall in diesem Video. Dazu gehen wir nochmal zusammen zum Friseur, weil der Friseur in Vietnam ist echt der beste für einen unglaublichen Preis. Deswegen checkt dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende ab. Und für diejenigen, die die Anreise verpasst haben, checkt einfach das letzte Video aus. Und ansonsten würde ich sagen, lass uns zusammen zum Friseur gehen und Video ab. Also wir sind jetzt beim Friseur. Bevor die ersten fragen, wie ich meine Haare schneiden lasse, ich habe auf jeden Fall ein Video hochgeladen, wie ich meine Haare schneide, was ich sage und so weiter. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Friseur. Da werde ich nicht viel erklären. Würde ich sagen, let's go. Also ihr habt gesehen, Haare geschnitten, fertig. Für alle, die sich jetzt fragen, wie viel das gekostet hat, es hat insgesamt 70.000 gekostet. Umgerechnet sind das 3 Euro, 2,50 Euro. Also unfassbar kranker Preis, also für diesen Service. Und Haare, ich weiß nicht, seht ihr wahrscheinlich, sieht auf jeden Fall sehr stabil aus. Seiten, oben, habt ihr alles gesehen. Augenbrauen habe ich noch sauber gemacht, mache ich eigentlich immer. Cut reingemacht. Ich würde jeden Tag hier hingehen, aber leider wohne ich nicht hier. Und deswegen hör mal auf, bitte zu bellen. Danke. Auf jeden Fall gehen wir jetzt kurz was trinken, danach kommt der. Auf jeden Fall gehen wir jetzt kurz was trinken und dann fängt der Shopping-Vlog auch an, beziehungsweise dann zeige ich euch auf jeden Fall mal, wie Mode hier in Vietnam läuft. Ich würde sagen, los geht's. Also wir sind gerade kurz, also wir haben kurz einen Abstecher in H&M gemacht. Ich zeige euch mal ein paar Sachen, wie es hier aussieht. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, ich war schon mal im Zara in Vietnam, in Hanoi. Und da haben die Basics auf jeden Fall unnormal viel gekostet. Also das war so ein Basic-T-Shirt im Zara in Deutschland kostet 10er ungefähr. Hier hat es 25 Euro gekostet, also krank teuer. Also hier haben wir auf jeden Fall Sachen da. Sehen nicht schlecht aus. 500.000 sind ungefähr 20 Euro. Ist jetzt nicht so viel. Das kostet 25 Euro. Ein paar unnötige Sachen hier. Also man muss auch sagen, dass H&M in Deutschland wack ist und auch hier in Vietnam wack ist. Also es hat sich auf jeden Fall nicht geändert. Tot. Nächster Laden. Also wir sind jetzt in einem, es gibt, so, du meinst Streetwear, ne? Das Streetwear, ja. Auf jeden Fall ist das so quasi ein Center, wo es viele verschiedene Streetwear-Shops gibt, ne? Yes. So Center-mäßig. Auf jeden Fall. Aber hier sind keine Markenklamotten, ne? Doch, Bruder. Hier sind halt die Streetwear-Sachen in Saigon, weißt du? Ja, aber so Markenklamotten sind... So richtige Marken, die wir kennen, so nicht, ja? Auf Magani. Nee, ja. Bueno, ja. Direkt rechts, Bruder. Sieht schon nicht schlecht aus an sich. Wir haben wenig Sachen da, ne? Was steht hier vorne drauf? Over Contrast. Contrast. Yearly. 350 Cent ungefähr. Ja, so 15 Euro. Ich finde den Print hinten irgendwie cool, auch wenn das für mich gar keinen Sinn macht. Das ist, wenn du Architektur studierst, musst du Plan immer dabei haben, ja, nee, in Vorlesung. Was sagst du, soll ich das anprobieren? Probier mal an, ja. An sich, auf deinen Style geht das fit, ja. Das sieht aber von der Form voll behindert aus, finde ich. So, also ich finde das Logo an sich cool, das geht auch an sich klar, aber die Ärmel, guck mal, das ist so oversize-mäßig, Ärmel gehen, stehen aber gar nicht ab, sondern gehen einfach so runter, das sieht einfach nur so aus, weißt du, was ich meine? Wie gesagt, zum Beispiel das T-Shirt, was ich anhabe für Retail, das, so, das geht zu breit. Sag mal an, welche Größe du da hast, ey. Ich weiß nicht, XL, glaube ich, ist das. Poh. Schultern sieht einfach behindert aus. Die schmilzt so runter, ja, in den Wasserpack. Also, guck mal. Beispiel dieses T-Shirt, ja. Das geht einfach in die Breite, Ärmel stehen ab, hier ist es breit.
unten so, es passt einfach perfekt. Ich suche eigentlich genauso ein T-Shirt, nur halt mit Prinz oder sonst was. Deswegen ganz kurz Outfit-Check, hatte ich noch nicht gezeigt. Also ich habe ein Weekday-T-Shirt an, hatte ich glaube ich schon sehr, sehr oft vorgestellt. So, auf jeden Fall unten in der Beschreibung das ganze Outfit. Gürtel habe ich auch von Weekday, hatte ich ja auch am Anfang des Videos erwähnt. Deswegen Gürtel auch von Weekday, Hosenkette, Hose, nichts Besonderes, Bershka, 10, 15 Euro. Damals immer getragen, Skinny Jeans, du wisst Bescheid. Habe ich lange nicht mehr getragen. Und ja, ansonsten Stan Smith, ausgeleiertes Grauen. Normales Outfit, viel konnte ich auch nicht mitnehmen wegen Handgepäck. Und ja, das war's auf jeden Fall. Laden ist durch, nichts gefunden, auf zum nächsten. Der Laden sieht auf jeden Fall stabil aus, also das T-Shirt. Wenn ihr das mal seht, die Passform sieht auf jeden Fall ähnlich wie meins aus. Stoff ist so wie ein Trikotstoff, bisschen dicker. Ein Pulli mit 10 verschiedenen Dings. Ja, sieht auch cool aus. Guckt euch einfach mal diesen Trenchcoat an. Krank. Boah, das T-Shirt ist klar. Sag mal, ihr kennt. Also so auch wie das. Das Hemd sieht aber auch cool aus, ne? Also ich finde das irgendwie hart, hart was zu haben. Basic T-Shirt, wenn Gender, Lesbian, das heißt irgendwie. Das ist auch cool, das kann man eigentlich mal ausprobieren, ne? Das sieht zu groß aus, oder? So, ja. Meinst du zu groß? Check mal die Größe ab. SM. Komm. Das kann man sich auch ballern, das ist gar nicht schlecht. Das ist so schön. Boah, schön, passt mal um, mal hier. Das ist wie mein Weekday-T-Shirt. Ein bisschen breit, gar nicht. Hinten ist okay. Das geht so hier, weißt du, das ist nicht wie das andere, das ist so runterspringt. Weißt du, Schwein? Und Schultern sieht gut aus, top, ja. Nein, aber das T-Shirt kostet ungefähr 15 Euro. Probier das jetzt nochmal in Weiß an. Ich finde das hinten voll cooler. Diese Schriften halt, ne? Alles was drauf steht. Ich würde eigentlich beide wollen, ja? Aber unnötig. Also ich würde mir nur eine Farbe aussuchen, ja? Ich finde weiß, aber schwarz auch cooler, weil schwarz oder black trage ich fast jeden Tag. Lass eine Münze werfen. Vergiss nicht, wir sind erst in zwei Läden. Was kostet das? 3,60, 15 Euro. Geht klar. Also ich muss sagen, für das vietnamesische Verhältnis ist das echt teuer. Manche haben einen Tageslohn von 50.000 oder so. Erster Einkauf getätigt. Du kannst dich hier in den Läden auf jeden Fall gute Inspiration holen. Ja, das auf jeden Fall. Um Fashion ein bisschen aufzubinden. 100 Basics heute. Also auch teuer, ja. Nee, 20 Euro. Nicht mal 20 Euro, 15 Euro. Frauen lernen. Frauen lernen? Yes. Aber das ist doch ein Mann. Ich hoffe, es ist ein Mann. Ja, jetzt kommen noch ein paar Wack-Sachen. Ich will so ein Armband. So ein Armband für mich. Halt nur mit echtem Silber. Genau so eigentlich. Und der ist eigentlich geil. Der ist schon fresh. Ist der echt Silber? Ist nicht echt. Ist nicht echt. Wäre wert. Das war's, ja. Fresh. Feier ist ja null Gold, ne? Feier ist ja fast null Gold, ne? Vor allem, ich trage auch immer nur Silberschmuck. Silber, Gold. Hier eine Yang Huan Brille. Aus Prinzip einfach. Yang Huan. Das ist jetzt originale Brille, weil da ist eigentlich, habe ich gesehen, gedribbelte Armani. Ah, Bruder, du weißt. Ist gedribbelt, ne? Ist auf jeden Fall gedribbelt. Ich finde die cool, wäre die größer, also so die Gläser größer, nicht so. Ich finde die cool, Alter. Was kostet die? 2,50. 2,50, 10er. Oder bei Asus hätte ich die direkt geholt, jetzt für 10er. Jetzt finde ich ein bisschen teuer irgendwie. Für den Preis von hier, ja. Volta ist eine Heizungsfirma. Also, T-Shirt ist jetzt gekauft, schwarzes T-Shirt, habt ihr gesehen. Gegen Weiß entschieden, wie gesagt, wegen der Naht und so weiter, kein Notkopf. Deswegen schwarz geholt, auch wenn ich schon tausend andere schwarze Sachen habe. Wir sind auf jeden Fall jetzt fertig mit diesem Center-mäßig. Jetzt zum nächsten Laden. Dann würde ich sagen, check mal ab hier. Ja, auf jeden Fall bunt hier, ja? Also an sich, eigentlich habe ich im Internet mal gesehen, die hatten eigentlich schon coole Sachen da, aber irgendwie ist es tot, ja. Jersey Night auch ganz cool, aber irgendwie finde ich das jetzt nicht so... War da eine Russland-Flagge drauf, oder was? Ja, ja. Es gibt so eine Marke Boscha, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. So, das ist russische...
Das ist fresh, Bruder. Ja, das ist nicht rot, ne? Das ist so diese ausgewaschene Rotsamen, ne? Das ist auf jeden Fall Max Fresh, ja. Okay, was ist das? Das ist ein Herz, eine Hand, Kette. Was ist noch? Was steht da drauf? Das ist, der Stoff ist voll dünn. Ich mag so dünnen Stoff bei T-Shirts. Weißt du, was mich jetzt schon stört? Das hast du schon mal in einem Video gesagt, dass der Kragen so ausgeleiert aussieht. Meinst du jetzt nur oder meinst du beim neuen ist er, oder meinst du, dass es kommt? Ich weiß nicht, entweder war ein richtig fetter Kopf drin oder irgendwie ist schlecht. Ich denke mal, die haben eh neue, andere Größen und neue Klamotten. Die Sache ist, wenn das jetzt schon so ist, also dann wird das so auch mit so... Das meinst du, so von Qualität her so, ne? Ach, da geht's weiter. Das T-Shirt ist auch geil. Sag mal, ja. Emergency, ja, die 10 cm vom Kopf bis Brust. Wichtig, 10 cm. Weil sonst bist du behindert. 590.000. Ein T-Shirt? Ja. Ja, dann ist das schon hier max teuer, ja. Weißt du auch cool. Muss man alles einmal anprobieren, damit wir checken, welche Farbe schön ist, ja. Do you have this one in size medium? Let me check. Einfach Englisch reden, obwohl ich vietnamesisch kann. This one with stock of medium size. Gibt's nicht mehr in M. Gibt's gar nicht mehr in M? Ja. Das sieht eigentlich auch cool aus. Passt und sieht auf jeden Fall cool aus. Du hast jetzt ein schwarzes T-Shirt geholt, ne? Ja, ich hab schon mal ein schwarzes, ja. Ich finde die Hosen auch cool, ja. Das ist schön. Das war das, was von draußen, ne? Ja. Aber in diesem Licht sieht das irgendwie so dunkelrot aus jetzt, ne? Ja, weil das nicht so hell ist. Ja. The black one we have size. We just have only that size. Extra small? Yeah, we just have only that. Ah, okay. Sorry? The white one? This one? Yeah, we have size. Yeah. Yeah, maybe you can bring me... M? Medium? Ja. Ja, yeah. Yeah. Yeah, das ist ausverkauft. Besonders. What about this one? This one we just have S. Ah, okay. Soll ich das in Rot anprobieren? Auf jeden Fall, ja. This one is medium size. Bruh. Eine knallige Farbe muss auf jeden Fall für Sommer sein, ja? Oh, sorry. I just go in. Yeah. Komm mal rein. Echt cooler Laden, ja. Ja, nee, einfach so ein... Warte mal kurz. Container. Sag mal. Ich schon einen Container. Passt vom ersten Tisch nice. Ich bräuchte L eigentlich. Aber die haben nur? Obwohl, M? Eigentlich. Das sieht schon ein bisschen. Also das sieht so aus wie das erste T-Shirt, was ich angeprobiert hatte. Das ist so. Ein bisschen so die Schultern, ne? Und Hals ist zu breit. Ich guck mir schon mal an, ja, ja. Und denkst, ich pack den mal so an. Ich finde dieses T-Shirt echt fresh, ja? Was haben die denn in der Größe? Ha? Nur L? XS. Oder nur in XS haben die das? Das Rote ist auf jeden Fall fresh, Junge. Aber passt uns eigentlich schon mal was zu. Ist M? Ja. Zu groß oder zu klein? Ich finde bisschen. Also ich finde Länge perfekt, Ärmel zu lang. Aber vom Aussehen top. Ehrlich. Ich finde nur Schulterkappen haben. So. So, weißt du was, Schweine? Was okay. Ich vorhin erklärt ja, habe. Ja. So auch was ich bei diesem Meet, der gesagt hat, was ich daran gut finde, so weißt du. Aber ich finde das echt cool eigentlich. Das ist auf jeden Fall ein geiler Print, ja. Das zeig mal nochmal gerade in die Kamera. Das sieht so, ja, nicht schmal aus. Hier ist das so zu schmal. Weißt du, was ich meine? Für dich, ja, ja. So, das geht so behindert nur. Das müsste eigentlich so ein bisschen breiter sein. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Noch mehr Blockenschulter. Ich finde die Farbe krass. Die ist so, ja, die ist ausgewaschene Rot, so. Ein bisschen mit Rosa und so. Also, wie gesagt, mit Hose, fresh. Für Sommer-Vibes auf jeden Fall krass, ja? Wo sieht es denn besser aus? Hier eigentlich, muss ich echt sagen. Ja, ja. Weil der ist ein bisschen angelehnt, der andere. Ja. Boah, aber wegen Qualität ist auch nochmal eine Sache. Naja, ich schau das nicht. Entschieden, Entschuldigung. Also da, wo rot ist, ist auf jeden Fall immer neue Kollektion, damit man weiß, ne? Ist durch. Schade. Applaus. Check. Aber schon dunkel geworden. So, ein kleines Fazit zu diesem Laden. Fazit zu dem Laden an sich, ganz coole Sachen. Ein paar coole Sachen da. Viele Größen nicht mehr da, auch schade. Deswegen ja, kann man mal abchecken. Aber finde ich jetzt nicht so krass. Deswegen ab zum nächsten Store. Ich denke, es ist gerade unnormal laut. Deswegen sehen wir uns gleich im nächsten Store. Okay, ganz kurze Planänderung. Und zwar gehen wir jetzt doch nicht in einen Laden mehr. Beziehungsweise wir hatten eigentlich noch
zwei oder drei Stores hatten wir noch quasi offen oder da, wo ich hin wollte. Problem war aber, dass es erstens schon dunkel war, also die hatten schon fast zu. Und um dahin zu fahren, also es ist ja eine sehr große Stadt hier, ich weiß nicht, wie viele Einwohner haben die hier? 20 fast, ja. Haben die 20 Millionen Einwohner? Fast, ja. Große Stadt, also das heißt, wir mussten... Der eine Laden war irgendwie 20 Minuten in die Richtung, der andere war dann 20 Minuten in die Richtung, also von dort aus 40 Minuten. Deswegen leider nicht geschafft, heute auch mein letzter Tag hier, morgen fliege ich wieder zurück nach Bangkok. Und deswegen, ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden, also ich habe ein paar coole Sachen gesehen, ein paar Läden gesehen und was hier so abgeht, was Mode angeht, habt ihr ja jetzt auch gesehen. Vielleicht komme ich nächstes Jahr oder demnächst wieder hier hin, da werde ich auf jeden Fall wieder was drehen. Und ja, das war es auf jeden Fall sonst mit dem Video, also ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick verschaffen, so was hier so abgeht, was für Klamotten es gibt. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr geile Läden. Wie gesagt, ich habe leider nicht alle geschafft, beziehungsweise ich habe sehr, sehr wenige geschafft. Man müsste sich auf jeden Fall ein, zwei Tage dafür Zeit nehmen, eigenen Roller packen und sowas, weil hin und her ist auf jeden Fall ein Film des Grauens. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Also schreibt mir auch mal in die Kommentare, welche Sachen, die ihr gesehen habt, beziehungsweise die ich anprobiert habe, ihr nice fandet. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, lasst mir einen Daumen da und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und peace.